Thanks for having me. Zürich, wollt ihr mit mir singen? Ja! Kennt ihr den Titel? Das Lied zu dem Titel? Okay, dann beginne ich vielleicht und ihr stimmt einfach ein. Are we human? Genau das ist die Frage. Sind wir Mensch oder sind wir Krebs? Und ich möchte ganz ehrlich sein am Anfang, manchmal hätte ich durchaus gerne ein Forschungsthema, das weniger aktuell ist, denn Krebs hat sehr traurige Aktualität. Wir haben gerade vor kurzem... nächste Folie. This is actually not now it's on, I guess. Yes. Also, Krebs ist leider furchtbar aktuell momentan. Wir haben gerade in Deutschland viele bedeutende Persönlichkeiten an diese furchtbare Krankheit verloren, aber es ist eigentlich egal, ob ihr die kennt, ob die berühmt sind oder nicht. Jeder Mensch, der an Krebs leidet, der an Krebs stirbt, ist natürlich einer zu viel und es ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, im Prinzip das Leid der Menschen zu mindern. Das ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Und wie gesagt, Krebs ist nicht nur aktuell. Gibt es Krebs auch in der Schweiz, hat es auch sozusagen lokal irgendwie eine Wichtigkeit. Es sind auch Schweizer Personen natürlich an Krebs gestorben in letzter Zeit. Kurt Felix, ein Entertainer, den kann man mögen oder nicht, oder auch natürlich der legendäre Basler Graffiti-Artist Dare. Nun gibt es aber neben Krebs, dieser furchtbaren Krankheit, auch einen weiteren Tumor, den wir vor allen Dingen in Deutschland haben, den es aber auch in der Schweiz gibt, den wir nicht, wo wir nicht müde und nicht leise werden dürfen, den zu bekämpfen. Und wir müssen einfach aufhören mit dieser Ignoranz, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen Ängste abbauen und lasst uns einfach gemeinsam diesen Tumor bekämpfen und ausmerzen. Und wir sollten vor allen Dingen nicht in Schockstarre und in Schweigen verfallen. Also lasst uns mal zusammenfassen, was wissen wir überhaupt über Krebs? Krebs ist ziemlich berühmt. Es gibt sogar eine Biografie darüber. Der Verfasser hat den Pulitzerpreis gekriegt. Aber Krebs, die Krankheit, kommt tatsächlich von dem Tier, vom großen Taschenkrebs. Denn schon vor 2500 Jahren haben die Griechen sich Tumore angeguckt und haben gesehen, okay, von der Form her erinnert das irgendwie ein bisschen an diesen großen Taschenkrebs. Cancer paguros, daher auch der Name. Nun ist aber so, was ist jetzt Krebs eigentlich genau? Die Frage ist an sich schon falsch, weil es gibt nicht den Krebs. Ich habe das mal empirisch bewiesen. Es gibt zum Beispiel Hans-Adolf Krebs, der den Zitronensäurezyklus entdeckt hat, Albert Krebs, Fußballtrainer. Oder Dieter Krebs, einen deutschen Schauspieler, der hat 120 Zigaretten am Tag geraucht und ist dann an Lungenkrebs gestorben. Also es gibt nicht den Krebs. Ja, Krebs ist unfassbar vielfältig. Ein Lungenkrebs ist, unterscheidet sich von einem Brustkrebs. Auch im Lungenkrebs zum Beispiel gibt es viele verschiedene Subtypen. Das ist so divers, dass selbst erfahrene Mediziner immer nicht genau sagen können, was für ein Typ von Lungenkrebs ist es eigentlich genau. Aber glücklicherweise gibt es zumindest eine Eigenschaft, die alle Krebsarten miteinander vereint. Und die bezieht sich auf eine relativ grundlegende Eigenschaft in unserem Körper, nämlich die Zellteilung. Ja? Eine Zelle wird in einer gewissen Zeit zu zwei Zellen. Und was im gesunden Körper in einer gewissen Zeit stattfindet, ist jetzt im Krebs einfach viel schneller der Fall. Ja? Das heißt, in derselben Zeit, in der eine gesunde Zelle sich verdoppelt, wird eine Krebszelle vielleicht zu vier Zellen, weil sie sich zweimal insgesamt teilt. Und deshalb sind das so ein bisschen Terrorzellen. Ja? Die treiben so im Untergrund ihr Unwesen und kontrollieren sich da unvermehrt. Das heißt, während es im gesunden Organismus so eine Art Stoppschild gibt, ist im Krebsfall eigentlich diese Geschwindigkeitsbegrenzung vollkommen aufgehoben. Ja? Und wie gesagt, die Zellen vermehren sich unkontrolliert. Und das ist genau das, was wir im Experiment gesehen haben. Ja, es gibt also einen Zelltyp, hier diesen blauen, und der verdoppelt sich viel schneller als der schwarze. Und wie kommt das jetzt? Nun, wie viele Prozesse, wenn wir mal bei diesen Fahrtenmetaphern bleiben, ist das Ganze auf molekularer Ebene innerhalb der Zellen verschaltet. Ja, das heißt, es gibt also in diesen Zellen solche molekularen Netzwerke und da wird genau reguliert, wie schnell sich diese Zellen jetzt teilen. Und die sind komplex, mitunter sogar komplexer als das, was ich jetzt hier hingemalt habe. Nun kann man die aber mathematisch beschreiben mit gewöhnlichen Differentialgleichungen, GDGLs. Und das ist das, was ich in meiner Freizeit oder in meiner Arbeitszeit so ein bisschen mache. Das kann man machen. Man kann also für dieses Netzwerk diese gewöhnlichen Differentialgleichungen hinschreiben. Das sind 495. Und dann findet man für diese unterschiedlichen Netzwerkkomponenten hier auch wieder so eine Art molekulare Stoppschilder, die halt sagen, Zelle teile ich nicht. Ja? Das sind Tumorsuppressoren. Aber dann gibt es eben auf molekularer Ebene auch Onkogene. Das sind genau die, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben und dafür sorgen, dass sich eine Zelle unkontrolliert teilt. Und die will man jetzt natürlich irgendwie finden und eliminieren. Aber die Frage ist, wie identifiziert man die? Ja, es gibt viele gute Wissenschaftler, die sich irgendwie mit dem einen oder mit der anderen Komponente beschäftigen. Aber das Problem ist, die reden nicht so wirklich miteinander und die meinen meistens was anderes, nennen das ganz anders. Und dadurch geht viel Wissen verloren und dadurch werden quasi Patienten auch der Chance geraubt, davon von diesem Wissen zu profitieren. Und deshalb ist es für mich auch so ein Stück weit eine Kritik an dieser Wissenschaftskultur, die wir haben, wie wir miteinander reden oder eben nicht. Und dafür ist der nächste Beat.
Können wir das den Ton lauter machen? Geht kann das Spiel, das uns von Drama und Ruhe berichtet. Epo her. Und deshalb P1. Phosphatase inaktiv, wie auch SAIP1, P2, P3 und U0126. Kein Problem, wenn du jetzt noch gar nichts checkst. Das erste Onkogen ist rasswegen Rattensarkom. Doch wir betrachten nun das ganze Proteom. Ein Netzwerk aller Eiweißmoleküle in der Zelle wird verrechnet und wir finden dann die richtige Stelle, an der wir attackieren mit definierten Hemmstoffen. Doch a priori ist die Dosiswirkung offen. Okay, wir könnten schauen in der Literatur. Doch Nomenklaturverwirrung, oh, was soll das nur? Na, wenn du nicht weißt, was meine Abkürzung heißt, gewinne ich den akademischen Penisvergleich. Okay, dann schlage ich vor, wir nutzen GDGL. Parametrisiert und kalibriert ein mathematisches Modell. Well, is there anything you can tell? Da, Onkogen, jetzt musst du büßen. Dein Netzwerk wird zum Riesenziel gerichtet. Bist du vernichtet und dann wird der Krebs besiegt. Mit Mathematik und Rhythmik. Onkogen, jetzt musst du büßen. Dein Netzwerk wird zum Riesenziel gerichtet. Bist du vernichtet und dann wird der Krebs besiegt. Mit Mathematik und Rap-Musik. Und ob es dann noch einen Unterschied gibt zwischen Karzinogen und Humanoid? Erwarte ich nach diesem Beat auf einer Map von Heat. Ja, auf einer Map von Heat. Danke. Ich habe keine Zeit. Danke, Zürich. Ihr habt mir meinen Cliffhanger kaputt gemacht, weil der Unterschied zwischen Karzinogen und Humanoid erfahrt ihr nach diesem Beat auf einer Map von Heat. Das ist eine Heatmap. Das ist eine Heatmap. Kann man im Prinzip lesen, wie eine Ampel. Grün heißt, Zellen teilen sich immer noch wie blöde. Rot heißt, sie stoppen, sich zu teilen. Und was wir gemacht haben, wir haben diese zwei Medikamente, diese zwei Hemmstoffe getestet und haben jetzt mit unserem mathematischen Modell simuliert, ob es einen kombinierten Effekt zwischen diesen Hemmstoffen gibt. Ja, in diesem einen Zelltyp sehen wir jetzt, wenn wir den einen Hemmstoff geben, teilen sich die Zellen immer langsamer, aber wenn wir den anderen jetzt noch dazugeben, passiert nicht mehr viel. Wohingegen hier drüben, wenn wir den einen Hemmstoff geben, teilen sich langsamer, aber wenn wir den anderen noch dazugeben, haben wir einen kombinierten Effekt. Das heißt, da würde die Therapie mit beiden Stoffen durchaus Sinn ergeben. Jetzt haben wir das mit diesem mathematischen Modell berechnet, das ist, also ist das auch was von Relevanz. Wenn wir genau dieses Experiment durchführen, sehen wir genau das Gleiche. Ja? Hier gibt es eben keinen kombinierten Effekt, wohingegen hier gibt es den. Das heißt, wir können jetzt irgendwie schon Krebs bekämpfen, aber unsere ursprüngliche Frage war ja viel einfacher, sind wir jetzt Mensch oder Krebs? Also vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Und Michael Jackson, ihr kennt ihn alle, der hat ja schon 2002 auf seiner World-Tour gesagt, yes, we cancer. Und das ist ganz einfach eine Wahrheit, mit der wir uns konfrontieren müssen. Ja, wir werden immer älter und die Wahrscheinlichkeit steigt einfach mit der Zeit, dass irgendwas in unserem Körper schief geht, dass irgendwo diese Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird. Und viele von uns werden früher oder später an Krebs erkranken. Jetzt die Frage, wenn wir diese Frage, are we human or are we cancer, beantworten wollen, final, hier ist gerade the Wheel of Death. Okay, improvisieren. Also wenn wir diese Frage beantworten wollen, gibt es im Prinzip nur zwei Szenarien. Entweder alles ist gesund, ja, alles ist human, das ist natürlich gut. Aber leider gibt es in unserem Körper nicht so eine Art 5% Hürde. Das heißt, wenn schon irgendwie von 0 verschieden ein Prozentsatz Krebs existiert, dann ist das ein Problem. Wie können wir dieses Risiko senken? Ich glaube, das ist allen bekannt. Man muss einfach mit den Sachen aufhören, die Spaß machen. Kein Zucker mehr, nicht mehr grillen, nicht mehr rauchen, weniger Alkohol. Aber dann wäre das Leben doch langweilig, sind wir doch mal ehrlich. Also nehmen wir vielleicht diese Wahrheit hin. Irgendwann wird das Risiko kommen. Aber vielleicht könnt ihr weiter gute Wissenschaftskommunikation unterstützen hier, dass sich Forscher endlich miteinander reden, Patienten davon definieren. Und dann kann man, wenn man den Daumen nach oben macht für gute Wissenschaftskommunikation, für Science Slams, kann man nur noch mit der Faust den Krebs besiegen, mit Mathematik und Rap-Musik. Vielen Dank, Zürich.